Fundraising Akademie bildet ja inzwischen auch wirklich sehr viele Ehrenamtliche aus und hat sehr viele Ehrenamtliche ausgebildet, gerade auch im Bereich der Kirche. Und unsere Erfahrung ist, dass die Kirchenvorsteher oder Pfarrerinnen und Pfarrer, die zu uns kommen, meistens sind sie Kirchenvorsteher, natürlich einfach schon sehr viel können und wissen und eben auch schon viel in ihren Gemeinden gemacht haben. Aber ich glaube, dass das Qualifizierungen leisten, sind eben nochmal eine Form der Systematik, dass man also das, was man macht, tatsächlich also nochmal mit einer anderen Stringenz und mit einer anderen Gründlichkeit und auch mit einer anderen Planungssicherheit bewältigt und hinbekommt. Und dann glaube ich, sehen wir natürlich auch, dass in diesen Kursen unglaublich viele Ideen und Innovationen entstehen. Und ich glaube, da steht die Fundraising Akademie auch dafür, dass einfach da sehr viele Netze zusammenlaufen, sehr viele Fäden zusammenlaufen und auch ganz viele neue Ideen man in den Kursen über den Austausch bekommt. Und das ist eine ganz tolle Sache. Na, Sie lernen eigentlich alles, was für das Fundraising nötig ist. Sie lernen, wie man einen Spendenbrief schreibt. Sie lernen etwas über Adressen. Sie lernen etwas über Großspenden. Sie lernen etwas über Erbschaften und Vermächtnisse. Sie lernen etwas über Zielgruppen, über Veranstaltungen, Events, über rechtliche Grundlagen. Und wenn Sie aus so einem Kurs rausgehen, sind Sie einfach firm und Ihr Rucksack ist gut gefüllt mit einem soliden Wissen, dass Sie in Ihrer ehrenamtlichen Praxis und eigentlich auch darüber hinaus einsetzen können. Also die Landeskirchen qualifizieren die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig in Wochenendkursen. Also das heißt, die Kurse beginnen freitags nachmittags, ja, und beginnen und enden dann eben am Samstagabend, sodass eben auch noch was vom Wochenende übrig bleibt. In der Regel sind es 5 bis 7 Wochenenden und manchmal noch eben flankiert mit Webinaren. Und wir haben die Kurse inzwischen, glaube ich, so strukturiert und auch also wirklich optimiert, dass man sagen kann, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unglaublich viel mitnehmen. Es ist unterschiedlich. Also in der Regel ist es so, dass die Landeskirchen natürlich ein hohes Interesse haben, dass die Kirchenvorsteher sich im Fundraising qualifizieren. Und von daher ist es eigentlich immer so, dass die Landeskirchen auch einen größeren Anteil zahlen. Manchmal auch noch die Kirchenkreise oder Dekanate, manchmal auch die Gemeinden noch mal einen Teil selbst. Das ist von Landeskirche zu Landeskirche unterschiedlich. Aber man kann durchweg sagen, dass immer ein bemerkenswerter Zuschuss eben von den Landeskirchen selbst auch kommt. Und wie erfahre ich, wo die nächste Qualifikation startet? Wie komme ich zu so einer Qualifikation? Auf Fundraising evangelisch finden Sie eine Karte, wo Sie einfach Ihre Postleitzahl eingeben können und dann eben sehen, also wo Sie verortet sind. Das wussten Sie vielleicht schon vorher, aber Sie sehen dann eben Ihren Ansprechpartner in der Landeskirche, können ihn ansprechen. Und häufig haben die Landeskirchen auch Kooperationen. Also wenn Sie selbst keine Qualifikation anbieten, haben Sie eben auch nochmal die Möglichkeit mit anderen.